Hallo Leute, herzlich willkommen zum Classic CrossFit Online Programm. Wir haben wieder ein neues Workout für euch parat und starten heute mit dem Warm-Up mit einer absteigenden Leiter und zwar 10, 8, 6, 4 und 2 Wiederholungen. Handwalks plus Push-Up, Kneeling Nut Stretches und Dynamic Bridges. Und die Übungen seht ihr hier in den Videos und dann dauert das Warm-Up, denke ich, so 5 bis 6 Minuten, bevor ihr in den A-Teil startet. Hier auch wieder eine absteigende Leiter. 10 auf 1, Single Arm Dumbbell Floor Press auf der rechten Seite, dasselbe auf der linken Seite. Dann Single Dumbbell Hammer Curls into Bend Over Row und die Übung seht ihr hier. Die Gewichte sind wie sonst auch für Competition 30 bzw. 22,5, 22,5 und 15 für RX und Scaled in 15 oder 10 Kilo. Pause könnt ihr selber wählen und dann haben wir im Workout nachher auch eine absteigende Leiter. 180, 60, 40 und 20 Double Under zu 10, 8, 6, 4, 2 Single Arm Devils Hang Clean plus Push Press und die Gewichte sind so wie im ersten Teil auch. Okay, wer keine Double Under in seiner Wohnung machen kann, der ersetzt das Ganze durch Mountain Climber und ist dann auch mit der gleichen Rep Anzahl. Und Accessory haben wir 100 Bird Dogs immer rechts und links im Wechsel. Wenn ihr eine Pause machen müsst, könnt ihr das gerne machen und dann versucht zügig durch die 100 Wiederholungen durchzukommen. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis morgen. Ciao.